ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Könntest du mich auch mal so küssen? Von jetzt an gehörst du mir. Du darfst Sebastian nie mehr küssen, hörst du? Hört auf, euch zu streiten. Ich nehme euch beide. Ich sage nur, Retourbalk. Klabauter, ich komme! Yeah. Und jetzt raus mit dir! Wer bist du denn? Die Adressaufkleber wurden vertauscht. Deswegen haben Sie die falsche Lieferung bekommen. Oh, komm her, du alter Gauner. Ich habe keine Lust, vor deinen Freunden zu lügen. Wie jetzt? Naja, wenn schon, dann richtig. Wie jetzt? Nein, natürlich erst, wenn das Ding repariert ist. Leg schon mal den Vespa-Schlüssel auf die Tonne. Ah, was soll das? Grüß deine Freunde von mir und viel Spaß beim Üben. Das werdet ihr mir büßen. Hey, ciao amici. Hallo. Hallo. Nun, Vera, ja? Ausgerechnet Vera sollst du rumgekriegt haben, das glaub ich dir nie. Naja, zuerst wollte nicht so richtig, aber dann? Wahrscheinlich hat sie deinen Aftershave umgehauen. Und wie ging's weiter? Naja, wir haben uns ausgezogen. Und dann hat sie einen Nachtkampf gekriegt. Haha. Na, ist doch wirklich so, ehrlich. Beweise? Und, reicht das, hm? Sonderangebot bei Volo, 6,90 €. Außerdem würde Vera mit so einem Schlabberling nie rumlaufen. Wetten doch, schließlich habe ich ihr den hier ausgezogen. Stimmt, und dafür gibt's sogar ein Beweisfoto. Echt? Kann ich das mal sehen? Ja klar, das Foto ist der totale Knaller. Pfoten weg, ja? Das ist nicht jugendfrei. Hey, vielleicht will Ingo noch eine Menge von dir lernen. Ja, ja, zisch ab, ja. Sieben, hier, bitte. Danke. Ja. Übrigens, wenn du einen Abzug davon haben willst, sag mir Bescheid. Wegen Erinnerung und so. Tschüss. Ciao, Nadine. Hey, Wolfi. Fotos immer gut. Und Erinnerung auch. Ich habe meinen Dachboden voller Fotos. Von Mama, Giovanni, von Papa, von... Bitte. Bitte? Okay, Beine. Jungs. Wollt ihr sehen, wie ich als Kind ausgesehen habe? Hm? Nein. Hä? Beine. Beine. Möchtest du noch etwas Tee? Danke. Mit Zucker? Ja. Und Kekse dazu? Mhm. Sag mal, wie wäre es, wenn ich dir noch Schokowaffeln hole? Ja, bitte. Okay, danke. Ich finde das sowas von ätzend, dass er an dem Typen hängt wie Kletten. Das ist kein Typ, sondern Karim. Ist mir doch völlig wurscht. Aber Josephine erzählt überall rum, dass du dich heimlich mit ihm verabredet hast. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach ja? Und was war das denn in der Eisdiele? Naja, er hat mich eingeladen. Mhm. Und warum habt ihr im Zelt mit ihm rumgemacht? Erstens haben wir gar nicht rumgemacht und zweitens ist er wieder ausgezogen. Hier, bitte. Elisabeth, ich möchte, dass du dich zu mir setzt. Was? Hey, hast du sie nicht mehr alle? Sie ist immer noch meine Freundin. Wenn in unserem Land ein Mädchen einen Jungen geküsst hat, sind sie einander versprochen. Du hast was? Naja, ja, was sollte ich denn machen? Er wollte doch nur... Mein Gott, Sebastian, ich mag euch eben beide. Und warum hast du gerade eben gesagt, dass zwischen ihm und dir gar nichts läuft? Scheiße. Also, was war 480 vor Christi? Da hat doch dieser... Moment, ich hab's gleich. Da hat doch dieser... Xerxes. Verdammt, ich kann mich hier einfach nicht konzentrieren. Kannst du nicht endlich mal aufhören mit diesem blöden Feng Shui? Das heißt Feng Shui. Feng Shui oder Feng Shui, Thekla hat recht, es nervt total. Wozu soll es überhaupt gut sein? Ich sorge dafür, dass ihr genügend Qi im Zimmer habt und ihr meckert mit mir rum. Qi? Was ist denn das denn schon wieder? Kann man das essen? Ach, Quatsch. Das ist sowas wie... Ja, wie soll ich das erklären? Sowas wie Lebensatem. Lebensatem? Ja, sowas wie Energie, die man zum Leben braucht. Hier,
Wenn du zum Beispiel auf sowas drauf guckst, dann fließt dein Ski einfach besser. Dann muss mein Ski im Kopf gerade einen Stau haben. Ich krieg diese dämlichen Geschichtszahlen hier einfach nicht rein. Komm, Thekla, wir machen weiter. Also, was war 480 mit diesem Xerxes? Kannst du nicht endlich mal aufhören mit diesem blöden Steingeklapper? Regt euch ab. Ich bin sowieso gleich fertig. Dann kannst du mindestens dreimal so schnell lernen wie vorher. Das glaubst aber nur du. Komm, oh Wasserfall, und mach mich weise. Durchtränke mein Gehirn mit Wohlfahrtszahlen. Hey, sag mal, spinnst du? Wie kommst du denn darauf, Sebastian zu erzählen, dass ich dich geküsst habe? Ach, du bereust es wohl schon. Nein, aber ich find's total bescheuert, dass du das hier überall rumposaunst. Ja, hast du mich nun geküsst oder nicht? Ja, hab ich, aber... Kein Aber. Ich habe es dir schon dreimal gesagt. Dann musst du Sebastian auch verlassen. Ja, ich will ihn aber gar nicht verlassen. Du musst dich entscheiden. Zwei Männer bringen immer Probleme. Ach ja, und warum dürfen bei euch die Männer zwei Frauen haben? Tja, die Frauen bei uns sind damit einverstanden. Ja klar, weil sie gar keine andere Wahl haben. So sind eben unsere Sitten. Ja, wir sind hier aber nicht in Ägypten. Und weißt du was? Wenn du damit nicht klarkommst, dass ich mit euch beiden gehe, dann... Ja, was dann? Dann läuft zwischen uns eben gar nichts mehr. Hilft mir jetzt endlich, den Schreibtisch umzudrehen oder nicht? Wenn es unbedingt sein muss. Hat das schon wieder was mit diesem Sheng Meng zu tun? Feng Shui, wann kapiert ihr das eigentlich? Ich weiß, das sind uralte chinesische Regeln, wie man einen Raum so einrichtet, dass man mindestens 3000 Jahre alt wird. Haha, sehr witzig. Umdrehen. Hatten die damals auch schon so schwere Schreibtische? Wozu sind eigentlich diese Steine da gut? Steine sorgen dafür, dass man sich Sachen besser merken kann. Das würde ja heißen, dass man am besten im Keller oder gleich im Steinbruch lernt. Wenn das stimmt, fresse ich einen Besen. Wenn es dir schmeckt, bitte. So, Blumen bringt frisches Ski ins Zimmer. Und das Windspiel sorgt dafür, dass es auch im Raum bleibt. So einen Quatsch habe ich ja noch nie gehört. Jetzt brauche ich nur noch einen Fisch. Wetten, dass ich dann in Geschichte eine total gute Note schreibe? Ohne zu lernen. Natürlich nicht. Aber du lernst besser. So ein Feng Shui-Meister hat mir unser Haus neu eingerichtet. Meine Mutter sagt, dass sie ihre Texte seitdem viel schneller drauf hat. Wenn das stimmt, dann wirst du wohl recht haben. Du wirst doch so ein Schwachsinn nicht auf den Leim gehen. Wieso? Ich habe doch nichts zu verlieren, oder? Thekla hat recht. Wisst ihr was? Nein. Oh nein, bitte nicht. Doch, wir sollten unser Klassenzimmer auch umräumen. Ah, wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Fabian. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir Ihren Motorroller gestern Abend noch aufgefunden haben. Was? Ja, das ist ja fantastisch. Ja, und zwar hinter dem Schloss. Hinter dem Schloss? Wie kommt er denn dahin? Ja, wie kommt er denn dahin? Das möchten wir auch gern wissen. Können Sie uns das erklären? Ich? Keine Ahnung. Das habe ich mir schon gedacht. Was wollen Sie denn damit sagen? Damit will ich gar nichts sagen. Hier zählen nur Fakten und nichts als Fakten. Fakt ist, ich habe keinen blassen Schimmer. Herr Fabian, wir haben festgestellt, dass Ihr Roller gerade erst repariert worden ist. Bitte? Die überlackierte Farbe ist noch ziemlich frisch. Farbe? Ja, was denn? Wie denn? Wo denn? Herr Fabian, kann es sein, dass Sie Fahrerflucht begangen haben? Moment mal, Sie glauben doch nicht, dass was ich... Was ich glaube, spielt keine Rolle. Die Fakten erhärten meinen Verdacht, dass Sie den Roller als gestohlen gemeldet haben, um von sich abzulenken. Das stimmt doch überhaupt nicht. Bitte lassen Sie mich ausreden. Es ist immerhin möglich, dass Sie den Roller selbst repariert haben oder ihn reparieren ließen. Das ist ein Missverständnis. Ich habe damit nichts zu tun. Bitte kommen Sie heute Nachmittag aufs Revier, dann können wir Ihre Aussage protokollieren. Ja, und was wird aus meinem Roller? Der ist natürlich als Beweismittel beschlagnahmt. Ich kann dich ja verstehen, aber lass dich doch nicht total hängen. Nur wegen so einem albernen Kuss. Nur wegen so einem albernen Kuss? Was würdest du denn sagen, wenn deine Freundin mit einem anderen rumknutscht? Ich hab aber gerade keine Freundin. Okay, okay, begeistert würde ich nicht sein. Aber davon geht doch die Welt nicht unter. Das Allerschlimmste ist ja auch, dass sie mich so knallhart belogen hat. Wenn man vom Teufel spricht. Sebastian, bitte, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich hab null Bock auf deine Lügereien. Sebastian, jetzt hör mir doch mal zu. Ich wollte dir ja schon längst alles erzählen, aber bis jetzt war noch nicht die richtige Gelegenheit dazu. Ich glaube, ich gehe noch mal besser. Nee, du bleibst hier. Es dauert sowieso nicht lange.
Sebastian, bitte. Über was sollen wir denn noch reden? Karim wartet schon auf dich. Also geh hin und lass mich in Ruhe. Fertig. Ich mag euch aber beide. Na super. Und morgen noch einer und übermorgen noch einer. Nee, das kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen. Warum kann man denn nicht einfach zwei Freunde haben? Kannst du doch von mir aus den ganzen Sack voll. Aber eben nicht mich. Kapiert? Mann, jetzt versteh sie doch mal. Sie sind euch beide verknallt. So etwas ist mir auch schon mal passiert. Na und? Halt dich da raus, das ist meine Sache. Na, ich kann ja auch gehen. Nein, bitte bleib. Dann geh ich eben. Warte doch mal. So eine Doppelnummer ist echt nicht mein Ding. Ach ja, wenn alles dein Ding sein muss, dann hau doch endlich ab. Du hättest Wolfs Gesicht sehen sollen, als ich Ingo das Foto zeigen wollte. Geil. Und wie der gejammert hat. Finger weg, das ist nicht jugendfrei. So schnell erpresst er niemanden mehr. Ich hoffe, die Sache ist damit geregelt. Danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Was ist denn mit dir los? Können wir dir irgendwie helfen? Nee, danke. Geht schon. Beziehungsstress wetten? Ich glaube, die ist im Moment mit zwei Typen unterwegs. Da kommt man schon mal leicht ins Rotieren. Ich schwör's Ihnen, ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich glaube Ihnen doch. Und wenn Sie es wirklich nicht waren, dann wird sich das schon aufklären. Ja, und wenn nicht? Ach, Fabian, fangen Sie doch nicht so an. Also, ich weiß nicht. Ich habe ein echt ungutes Gefühl. Gut, dann bis später. Auf Wiedersehen. Und Kopf hoch. Was ist denn mit Fabian los? Der ist ja völlig von der Rolle. Tja, Herr Fabian ist da in so eine Sache reingeschlittert. Eigentlich mehr reingeschlittert worden. Wieso? Was ist denn passiert? Es geht um den gestohlenen Roller. Was ist denn mit dem? Der ist wieder aufgetaucht. Aber die Polizei verdächtigt Herrn Fabian, der Diebstahl sei nur vorgetäuscht, um einen Unfall mit Fahrerflucht zu vertuschen. Wirklich? Sebastian will ich. Karim will ich auch. Sebastian. Hallo. Das ist ganz schön blöd gelaufen, die ganze Sache. Du meinst, weil wir beide denselben Typ mögen? Irgendwie haben wir halt den gleichen Geschmack. Deswegen waren wir wahrscheinlich auch beste Freundinnen. Waren? Ich meine, so kann es doch nicht weitergehen. Wie denn sonst? Sollen wir vielleicht eine Münze werfen? Sebastian Kopf, Karim Adler? Sag mal, spinnst du? Man kann Liebe doch nicht auslosen. Na, hast du einen besseren Vorschlag? Nee, aber merkst du nicht, dass du mit den Gefühlen von Karim nur spielst? Das sagst du doch nur, weil du selber auf ihn scharf bist. Okay, okay. Aber im Gegensatz zu dir liebe ich ihn wirklich und würde alles für ihn tun. Alles? Das würde ich nicht. Und warum lässt du Karim und mich nicht einfach in Ruhe? Merkst du denn nicht, dass alles von dir abhängt? Sag mal, ist heute nicht der 23.? Ja, wieso? Dann bin ich heute seit genau 3 Monaten mit Sebastian zusammen. Schön für dich. Für ihn auch. Da wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Weißt du was? Karim ist frei. Ja, natürlich. Was hast du gerade gesagt? Karim ist frei. Du kannst ihn haben. Soll ich das jetzt herleiten? Ja, das wäre eine gute Idee. Danke, Sebastian. Wer hat das geworfen? Im Zweifelsfalle wieder niemand, gell? Tja, also wenn sich der Betreffende jetzt nicht sofort meldet, bin ich leider gezwungen, das Briefchen zu öffnen. Postgeheimnis hin, Postgeheimnis her. Der Zettel ist von hier. Na, was denn nun? Klärt das bitte in der Pause. Jetzt hört der Unsinn jedenfalls auf. Verstanden? Oskar, mach den Mund zu. Es wäre sehr schön, wenn du die Formel jetzt herleiten würdest. Also, schreib die Klammern nebeneinander und dann leg los. Ihr macht das gar nicht so schlecht für den Anfang. Wo soll das Ding hin? Am besten stellt ihr das direkt in die Mitte. Glaubst du wirklich, Wölfgang findet das komisch? Und wo sollen wir die hinstellen? Wo habt ihr die denn her? Von überall. Ja genau, da ist gut. Und da drüben. Ihr macht euch. Es fehlen nur noch die Affen für den Dschungel. Hey, wieso fehlen? Hier sind doch genug. Ja, ist ja eine sehr freundliche Begrüßung, lieber Max. Kann mir mal jemand von den anwesenden Herrschaften sagen, wo mein Platz geblieben ist? Genau, in der Mitte, Herr Dr. Wolfert. In der Mitte? An diesem Stehpult? Na, das habt ihr euch ja sehr raffiniert ausgedacht. Ich vermute, damit ihr besser im Geschichtstest heute mogeln könnt, was?
Nein, ganz im Gegenteil, wir... Ich erwarte, dass diese Tische sofort und alle an ihren angestammten Platz zurückgestellt werden. Aber Herr Dr. Storbeck hat es uns erlaubt. So wie der Raum jetzt aussieht, sind wir nämlich viel leistungsfähiger. Liebe Thekla, offen gestanden, ich kann das Ganze überhaupt nicht nachvollziehen. Herr Dr. Wolfert, es geht hier nicht ums Mogeln, es geht um jede Menge Ski. Außerdem können wir mit Ski viel besser lernen. Genau. Ob Chi-Chu oder Cha-Cha-Cha, wenn ihr die Tische nicht umräumen wollt, dann wechseln wir eben das Klassenzimmer. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr störe, Herr Kollege. Wow, ja, das ist ja interessant. Wie bitte? Na, finden Sie diese Umgestaltung nicht sehr gelungen? Offen gestanden, Herr Direktor, ich kann das Ganze überhaupt nicht nachvollziehen. Gehe ich richtig in der Vermutung, dass dieser Fisch im ursächlichen Zusammenhang mit diesem ganzen Chaos steht? Ich habe mich entschlossen, der Klasse dieses kleine Aquarium zur Verfügung zu stellen, damit sich die Energie besser entfalten kann. Ah, hier vielleicht. Ja, so. Ich will nicht weiter stören. Also gut. Ab sofort erwarte ich, dass auf jedem Tisch nur ein Blatt Papier und ein Stift liegt. Und wenn ich nur einen einzigen beim Mogeln erwische, dann werden wir diesen Geschichtstest ohne Fische, ohne Suppengrün und ohne Spiegel sofort nachschreiben. Vera, du musst die Wahrheit sagen, jetzt wo Fabian verdächtigt wird. Ich weiß. Aber was wird aus mir? Hör mal, deinetwegen wird Fabian vielleicht verknackt. Das ist dir doch klar. Glaubst du, ich bin blöd oder was? Was denkst du, warum ich die ganze Nacht nicht gepennt habe? Du musst alles zugeben. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Damit ich mich selber in die Scheiße reinreite? Wie wär's, wenn ich Fabian für die Tatzeit ein Alibi verpasse? Und was soll das bringen? Ich hab's. Wir schreiben einen anonymen Bekennerbrief. Ich weiß nicht. Ach komm schon, das ist die Lösung. Fabian wird entlastet, ohne mich zu belasten. Wäre es nicht besser, wenn du einfach reinen Tisch machst? Was soll schon schief gehen? Wenn ich's wüsste, würde ich's dir sagen. Außerdem müssen Sie Fabian erstmal nachweisen, dass er schuldig ist. Und wie kommt es dann, dass immer wieder Unschuldige verurteilt werden? Hey, was ist denn mit dir los? Ich dachte, du bist mit Elisabeth am See. Dachte ich auch. Aber sie hat mich mal wieder hängen lassen. Ach, das ist bestimmt irgendetwas Wichtiges dazwischen gekommen. Was soll denn bei so einem Treff Wichtiges dazwischen kommen? Ich dachte, sie meint es wirklich ernst. Hey, tut mir leid, ich muss los. Aber wir reden später drüber, ja? Ciao. Ciao. Ach du, sag mal, hast du Elisabeth gesehen? Es geht dich überhaupt nichts an. Und ob mich das etwas angeht, sie hat mich geküsst. Und was das bedeutet, muss ich dir wohl nicht noch einmal sagen. Ich warne dich, lass die Finger von ihr. Sonst... Ja, was sonst? Sonst wirst du dein blaues Wunder erleben. Wer hier was erleben kann, das bist doch wohl du. Du kannst sie nicht einfach reinschneiden und irgendwelchen anderen Leuten die Mädchen klauen. Das darfst du auch nicht in deinem Ägypten, du Arsch. Hahaha, ha, ha. Sehr witzig. Du bist doch nur sauer, weil du nicht verlieren kannst. Wer kann hier nicht verlieren, ha? Ha? Sorry, das wollte ich wirklich nicht. Sebastian, hörst du mich? Oh Gott, ihr seid ja sowas von bescheuert, euch hier gegenseitig zusammenzuschlagen. Halt! Hey, warte mal! Hey, Mann! Sagen wir doch noch ein paar Takte miteinander zu reden. Ach ja, nicht, dass ich wüsste. Verarschkanne mich auch alleine. Wir hatten eine Abmachung. Wie und eine Abmachung? Du spinnst wohl. Erpressen wolltest du mich, aber nicht mit mir. Pass mal auf. Ich habe meinen Teil eingehalten. Der Roller ist repariert und jetzt bist du dran. Wir gehen jetzt zu Kevin und Ingo und du erzählst den beiden, naja, du weißt schon. Nichts werde ich dir erzählen, du Blödmann. Tja, dann sehe ich mich wohl gezwungen, zur Polizei zu gehen. Gute Idee, wenn du dich unbedingt einknasten lassen willst. Warum sollten die genau mich hops nehmen, hä? Naja, wer hat denn den kaputten Roller repariert und so einen Unfall vertuscht? Na und? Beihilfe nennt man sowas, glaube ich, in der Fachsprache. Und damit eins klar ist, wenn du mich anzeigst, hängst du mit drin. Also dann, tschüss. Bis später. Tschüss, Frau Seifert. Also ich wollte...
Ich bin zuerst dran. Okay, was wolltest du? Ich wollte dir nur sagen, dass es mir echt leid tut und dass ich dich wirklich nicht verletzen wollte. Ehrlich? Ganz ehrlich. Und ich möchte, dass wir zusammenbleiben, wenn du noch willst. Ob ich noch will? Natürlich will ich. Au! Oh Gott, Entschuldigung. Sag mal, warum bist du eigentlich nicht zum See gekommen, obwohl du mich extra hinbestellt hast? Das war diesmal echt nicht meine Schuld, aber der blöde Bus hatte Verspätung. Ich war nämlich noch in Potsdam. In Potsdam? Wieso das denn? Wow, ich werd nicht mehr. Das sind ja Karten für den Glöckner von Notre Dame. Die sind ja schweineteuer. Und wieso? Weil wir heute seit genau 3 Monaten zusammen sind, du und ich. Meinst du, dass ich so überhaupt ins Theater gehen kann? Wieso? Na, weil ich doch jetzt selber aussehe wie der Glöckner von Notre Dame. Also eigentlich fand ich den Test gar nicht so schwer. Vielleicht lag es ja wirklich an diesem Ski, dass wir so schnell fertig waren. Was? Nicht schwer? Ich fand die Fragen waren uns gemein. Genau, zum Beispiel, welches Land griff Xerxes der Erste an und wann wurde er vernichtend geschlagen? Griechenland natürlich, 480 bis 479 vor Christus. Wenn ich Glück habe, kriege ich eine 1. Dieses Fechu hat total gewirkt. Irgendwie glaube ich immer noch nicht, dass man durch dieses Umgeräume mehr lernt. Wie ist es eigentlich bei dir gelaufen, Anna? Lass mich bloß mit diesem blöden Test zufrieden. Von den 20 Fragen habe ich mindestens 12 verhauen. Echt? Du? Ja, die Arbeit total versiebt. Wieso soll ausgerechnet das Ski bei dir nicht gewirkt haben? Wisst ihr, was ich glaube? Nee, was denn? Dass du durch das ganze Umgeräume einfach das Lernen vergessen hast. Lass mich doch damit in Ruhe. Ich hab genug von diesem Quatsch. Aber wir nicht. Aber einfach wegwerfen geht auch nicht. Naja, vielleicht außerdem fallen lassen oder so. Guten Tag, Herr Dr. Stolberg. Hallo, Nadja. Grüß dich, Karim. Stimmt irgendwas nicht? Ja, es ist, hätten Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ist es wegen der Nachtalben? Nein, ich will zurück nach Hause. Ich fühle mich hier einfach fremd. Alles ist so anders als bei uns. Aber ich finde, du hast dich schon ganz gut eingelebt. Trotzdem, alles ist anders. Das Essen, wie sagt man, die Sitten, die Mädchen. So, die Mädchen. Naja, ich glaube jedenfalls, dass ich mit all dem nicht richtig klarkomme. Natürlich kannst du jederzeit wieder zurück nach Hause, wenn du das willst. Aber vorher hätte ich schon gern genaueres über deine Beweggründe gewusst. Gefällt's dir bei uns nicht? Doch, doch. Na also, Probleme gibt's in Ägypten und überall. Auch solche, die nicht so leicht zu lösen sind. Und später wirst du stolz sein, wenn du dich nicht hast unterkriegen lassen. Pass auf, wir setzen einen Zeitpunkt fest. Genau in 3 Tagen um dieselbe Uhrzeit treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Genau, und wenn dir deine Probleme dann immer noch unlösbar scheinen, dann reden wir gemeinsam darüber. Einverstanden? Okay. Und wenn früher was ist, dann melde ich dich natürlich sofort. Himmel, ich muss ja. Ach, Karim, Moment noch. Ich muss dir was gestehen. Ich habe da nämlich echt was verschwitzt. Was heißt verschwitzt? Ach so, das sagt man hier so, wenn man etwas vergessen hat. Ja, und was hast du vergessen? Wo hast du das her? Elisabeth und Josephine haben sich gestritten und da habe ich es erstmal in Verwahrung genommen. Ja, aber es gehört Elisabeth. Nein, es gehört dir. Ach so, das war übrigens meine Idee. Was war deine Idee? Elisabeth zu raten, dass sie es dir zurückgeben soll. Wirklich? Wirklich. Sie wollte dich nicht kränken. Aber sie wollte auch nicht, dass du ohne das Geschenk deiner Mutter heimkehrst. Herr Fabian, kommen Sie bitte mal. Aber das können Sie doch nicht machen. Ich schwöre Ihnen, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Tja, an mir liegt es nicht, aber ich glaube Ihnen doch. Ich bin unschuldig. Das mag schon sein, aber wenn ich das richtig verstehe, dann wird gegen Sie im Moment polizeilich ermittelt. Es gibt doch überhaupt keine Beweise. Ja, aber einen Verdacht. Und als Lehrer müssen Sie eine besondere Vorbildfunktion haben. Ja, ich war es aber nicht. Ja, das habe ich auch nicht behauptet, aber also besser wäre es für alle Seiten, wenn Sie bis zur Klärung dieser Angelegenheiten sich einfach krank schreiben müssen. Vera, was machst du denn da?
Ich muss was sagen. Hat das nicht Zeit? Nein, das hat keine Zeit. Ich war's. Ich hab die Vespa geklaut. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.